Jährlich fliehen mindestens 50.000 Menschen nach Deutschland. Circa 60% der von ihnen gestellten Asylanträgen wird stattgegeben. Die restlichen 40% der Antragsteller müssen entweder unverzüglich zurück in ihre Heimat oder dürfen sich weiterhin bis zu 3 Wochen in Deutschland aufhalten. Nach einem abgelehnten Antrag auf Asyl wird die Dauer des weiteren Aufenthalts in Deutschland von mehreren Faktoren, wie zum Beispiel der aktuellen Höhe der Rückfahrkosten pro Person, abhängig gemacht. Mein Name ist Dunja und ich komme aus einem kleinen Dorf in Afghanistan namens Deshu. Früher war ich dort eine Näherin in einer Schneiderei, ziemlich zentral in der Stadt. Es kamen immer viele Menschen vorbei und mir sowie meiner Familie ging es sehr gut. Ich bin jetzt 35 Jahre alt und habe 2 gesunde Kinder. Wir sind Katholiken und mussten deshalb untertauchen. Momentan leben wir bei einer Bekannten von mir, etwa 50 Kilometer von unserer Heimatstadt entfernt und mussten uns dort verstecken. Mein Mann wurde von den Terroristen umgebracht. Es ist schwer ohne ihn, vor allem für die Kinder. Mein Traum ist es, eines Tages ein neues Leben anzufangen, in einem anderen Land, in dem wir frei leben können und unsere Religion angehören können. Am liebsten möchten wir in Deutschland leben. Für einen Großteil des Weges haben wir bereits einen Mann gefunden, der uns über die Grenze bringt. Den Rest des Weges werden wir zu Fuß zurücklegen müssen. Aber das werden wir schaffen. Nächste Woche soll die Reise losgehen. Ich bin jeden Tag am Vorbereitung treffen für unser neues, besseres Leben. Wir dürfen nur einen Rucksack mitnehmen, einen Rucksack voll mit Dingen, die wir brauchen. Meine größte Angst ist es, dass wir wieder zurückgeschickt werden. Man würde uns direkt töten, wenn herauskommen würde, dass wir Christen sind. Aber mein Vertrauen in Gott ist groß. Wenn er möchte, dass wir ein sicheres Leben in Deutschland führen, dann wird genau das passieren. 2 Wochen später. Die Flucht ist hart. Einige von den Leuten, die mit uns geflohen sind, wurden schon getötet oder sind an den Strapazen, die so eine Flucht mit sich bringt, gestorben. Meinen Kindern und mir geht es weitestgehend gut, den Umständen entsprechend. Aktuell durchqueren wir Algerien. Wir laufen entlang der Küste und versuchen, die meisten Gefahren zu umgehen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie wir von Marokko nach Spanien kommen können. Ich habe noch keine Person, die uns über diesen engen Pass bringen kann. Wir haben Angst, Hunger und sind verzweifelt. Ich zweifle, ob es eine gute Idee war, zu fliehen. Fast geschafft. Mit diesen Worten wurden wir heute Morgen geweckt. Wir sind in Belgien, in einem Güterwaggon. Fast geschafft. Das sind die schönsten Worte, die ich seit langem gehört habe. Wir sind alle am Ende unserer Kräfte. Unsere Gruppe von Flüchtenden hat es mittlerweile halbiert. Ich weiß nicht, was mit meiner Tochter ist. Aber sie hat seit einiger Zeit so abgebaut. Ich habe Angst, dass sie stirbt, bevor wir ankommen. Wenn wir endlich dort sind, kann man ihr helfen. Und dann wird es ihr wieder gut gehen. Ich selbst habe Hunger. Ich habe seit einigen Tagen kaum noch gegessen. Auch Wasser gibt es sehr wenig. Auf 50 Personen gibt es vielleicht gerade einmal 4 Liter. Angeblich sind es nur noch 4 Tage, bis wir in Münster sind. Ich hoffe und bete, Gott wird uns helfen, die letzten Tage zu überleben. Ich will das nicht nur für uns machen, sondern auch für meinen Mann. Er wollte, dass wir ein sicheres Leben führen können. In einigen Tagen wird es soweit sein und ich würde mit meinen eigenen Händen töten, wenn es um den Schutz meiner Kinder gehen würde. Wir sind in einem kleinen Haus. Wir haben nicht viel, aber mehr als in Afghanistan. Meine Tochter ist gesund und es ist wunderschön hier. Es ist so ruhig hier und ich kann schlafen, ohne Angst zu haben. Ich kann rausgehen, ohne mich zu verstecken. Ich kann meine Religion leben und in die Kirche gehen, ohne Angst zu haben. Ich kann sehen, wie meine Kinder wieder lachen. Sie sind glücklich und in Sicherheit. Ich möchte, dass wir für jeden Tag dankbar sind, den wir hier sein dürfen. Ich will, dass es allen bewusst ist, dass Sicherheit nicht selbstverständlich ist.